gerade schön hier an der MAB ist die Chance, dass jeder, der wirklich Interesse hat, unabhängig vom NC Psychologie studieren kann. Und im Endeffekt landen dann nur Menschen hier, die wirklich, wirklich Spaß an der Materie haben, Interesse an der Materie haben. Das ist eigentlich so dieser Kerngedanke, der das Ganze vorantreibt. In den nächsten Semestern wird sich noch deutlich mehr etablieren in puncto Studentencafé oder Selbstorganisation diesbezüglich. Aber ja, man sucht sich seine Ecken, seine Lokalitäten. Als Erstsemesterstudent von der ersten Sekunde an im Endeffekt praktisch arbeiten zu können. Das heißt, irgendwo praktische Erfahrung sammeln zu können, komplett ohne Vorerfahrung, Vorbildung. Man sollte die Finanzierung auf keinen Fall unterschätzen. Das ist gerade für uns Studenten ein sehr, sehr großer Betrag. Meine Eltern hatten anfangs Unterstützung angeboten. Mittlerweile probiere ich noch über Jobs und die Stipendien hier einen guten Beitrag dazu zu leisten. Der Kliniktag ist sehr, sehr gut angelaufen. Das ist ein tolles Prinzip, einmal die Woche wirklich praktische Erfahrung sammeln zu können und je nachdem, auf welcher Station man landet, auch ganz, ganz unterschiedliche Eindrücke sammeln zu können, sowohl in der Suchtklinik als auch hier im Klinikum in Neuruppin. Ich denke, das zeichnet das Studium schon zum größten Teil aus.